Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Wir sind jetzt auf der Suche, Wir haben sie ja schon gefunden, wir müssen noch anfliehen. Dabei ein paar O-Sterne anzufliehen, die hier in der Region sind. Bei dem Ehrscheute-Major letzte Folge schon Glück gehabt. Der war unentdeckt. Wir gucken mal. Müssen wir weiteres, beziehungsweise wie viel weitere mal überhaupt schaffen. Wir sind jetzt genau noch 2 Sprünge vom nächsten entfernt. Ich habe nach dem letzten Mal seit langer Zeit einen Neutronenstern genutzt, um ein bisschen weiter zu springen. Und dann war es halt jetzt nur noch 2 Sprünge. Jetzt gucken wir uns erst mal, was der K-Stern da zu bieten hat. Nicht viel. Wir sind quasi schon fertig. Ja. Sind das 3K-Sterne? Moment. Jo. Der ist ein bisschen größer als die anderen zwei, die sind ungefähr gleich groß. Naja. Okay. Gut, dann O-Stern. Oh ja. Oh ja, komm zu Papa. Also sofern du unentdeckt bist natürlich. So, die Spannung steigt. Oh ja. Ja, sehr schön. Okay, hier sind wir auch schon fertig. Dann gucken wir mal. Das ist ein O-Stern 22 Sonnenmasse. Ja. Ja, das ist doch okay, oder? Ja, genau. Sonnenmasse. B-Stern mit 5 Sonnenmasse und hier noch B-Stern. Der ist heißer als Zeto, genau. C-Sonnenmasse. Ja, ist doch einiges zusammen hier. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, dann schauen wir mal. Wo ist denn der nächste? Irgendwie hätte ich auch noch eine Bookmark gesetzt. Was haben wir dann hier? Komm, gibt's doch nicht. Bist du das? Ach, der ist komplett außerhalb. Nee, ist er nicht. Ist er nicht. Sehr gut. Das wäre sogar auf dem Weg zu dem da. Sehr schön. Das ist nämlich ein S-Stern. Das sind 3 Sprünge, sind das. Ja, die machen wir doch einfach, oder? Jo. Das ist okay. Müsste man eventuell packen, wenn man nicht irgendwie von irgendwas überrascht wäre. Am G-Stern zum Beispiel. Ja, sonst WoW-technisch gibt es glaube ich nichts Neues. Dafür habe ich noch eine schöne News gelesen. Kollege, befreundeter Commander, hi Doddy, hat mich darauf aufmerksam gemacht. Ich fand es recht interessant. Und zwar, es gibt, naja, ein bisschen was Neues bezüglich dem Wow-Signal. Man hat bestimmt schon gehört, dieses Radiosignal, das also das Endphysiker 25 Sterne, 1977 haben sie das, oder hat er das entdeckt am Big Ear Radioteleskop Ohio State University. Da wurde im Rahmen vom SETI-Projekt, also zur Forschung nach außerirdischen Signalen, wurde da ein ziemlich stranges Signal festgestellt. Das hat halt seinen Namen deswegen, weil der Physiker, der, wie heißt er, ich habe es hier aufgeschrieben, Cherry Ehmann, hat neben das Signal handschriftlich Wow geschrieben. Deshalb hat das seinen Namen. Ja, zu dem Signal. Das war halt,
ja, auf dem Blatt Papier hat halt Zeichenkette gestanden und jedes Zeichen hat quasi die Intensität von dem Signal zum gewissen Zeitraum, wo es halt drin kommen ist, bezeichnet. Also Buchstabe war dann ziemlich hoch, weil ziemlich hoher Ausschlag. Genau. Und das Ding ist halt, hat komplett anders ausgesehen als Signalkontrolle. Es war sehr schmalbandig. Und es hat halt genau die Charakteristik gehabt, wie eigentlich ein interstellares Signal aussehen würde. Dass es halt langsam rin gefadet wird, dann sein Maximum hat und wieder runter geht. 72 Sekunden lang haben sie das Signal gemessen und es hat sich scheinbar nicht wiederholt. Also sie haben auch in Neuamo noch Forschungen durchgeführt, auch mit einem Very Large Array, aber man hat an der Stelle kein Signal mehr gefunden. Das Signal hat sich nicht wiederholt und man weiß auch einfach nicht, wo das Signal herkam, weil in einer früheren Forschung hat man versucht zu gucken, von wo. Also man weiß, es kommt aus Sternbildschütze. Aber man konnte nie Sterne identifizieren, wo das jetzt genau herkommen könnte. Genau, und das ist halt das Signal, was, wenn man das so will, am wahrscheinlichsten ist, oder sagen wir es mal so, nee, nicht wahrscheinlich, ist das falsche Wort. Wikipedia hat es ganz schön beschrieben, ein vielversprechender Anwärter auf eine außerirdische Botschaft. Man hat damals auch einiges ausgeschlossen, Signal von der Erde und so, also man ist sich relativ sicher, dass es von außen gekommen ist, konnte es halt nur produzieren. Nimi nur empfangen. Genau, und jetzt hat sich ein Forscher mal dran gemacht und hat sich anhand von dem Sternkatalog vom Gaia-Satellit, der hat so ziemlich unsere Nachbarschaft ganz genau vermisst hat, hat er mal eine potenzielle Sonne, haben wir hier potenzielle Kandidate? Nö. Hat er eine hat potenzielle Sterne gesucht in dem neuen Datenkatalog, die eventuell an der Position stehen könnte, weil man konnte sie halt früher nicht entdecken. Der Gaia ist halt ein bisschen genauer. Das war es mal damals die Möglichkeit dort. Er hat sich auf sonneähnliche Sterne beschränkt und er hat auch tatsächlich was gefunden. Der Name von dem Stern, den sage ich jetzt nicht, dann breche ich mir die Zunge. 2 Mars und eine Haufe Zahlen. Es muss so ein ziemlich sonneähnliches Ding sein. Das ist 1800 Lichtjahre entfernt, halt im Sternbild Schütze. Und das ist so der wahrscheinlichste Ort, wo das Signal eventuell, wenn es denn wirklich was war, hätte herkommen können. Es gibt noch andere potenzielle Kandidaten, aber das war so halt nur der potenziellste. Nee, also der wahrscheinlichste halt. Ja, das fand ich ganz spannend. Das bedeutet wahrscheinlich, im Endeffekt bedeutet das überhaupt nichts. Gut, wäre jetzt, ich weiß gar nicht, ob es das See-Projekt, das gibt es eigentlich noch, oder? Ich glaube. Oder ist es hingestellt, wo ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall, wenn es es noch geben sollte, dann würde sie wahrscheinlich mal dorthin gucken, wenn sie denn Zeit kriegen. Oder andere Daten analysieren, wo von dort komme. Aber es war sehr wahrscheinlich nichts, weil man weiß auch noch nicht immer, was das jetzt letztendlich für ein Signal war. Es kann doch irgendeine Störung gewesen sind oder irgendwas anderes. Ne, Moment, wir sind ja schon fertig. Genau, nur 4. Aber jetzt hat man zumindest mal was gefunden, wo es, wenn es denn ein Signal war, wo es hätte können herkommen. Das, jo, ich fand es relativ witzig, weil das ist halt schon so, ja, das prominenteste Signal vom Radioteleskop, würde ich sagen. Und der Ausdruck, man hat bestimmt schon gesehen, wo es so einfach die Zahlenkolonne neben dran in roter Farbe so schön geschwungen. Wow. Ich glaube sogar mit Ausrufezeichen, ja. Ne, die Meldung, denke ich. Ja, es ist halt, war halt auch so,
Wow, hier ist ja wirklich was los bei dem S-Stern. Na dann, gerne Mamo. Es war halt auch interessant, dass halt das Signal, wie war das, so auf dem Frequenzbereich war, wo, ich glaube, interstellarer Wasserstoff irgendwie strahlt oder auf jeden Fall im Frequenzbereich, wo Forscher annehmen würde, dass wohl Kommunikation stattfinden könnte, weil das irgendwie sehr gut entdeckbar ist oder so. Das war schon wo ends und halt, ja, es hat halt genauso ausgesehen, aber ja, es ist halt, man hat halt aus, genau aus dieser Ecke sonst nichts mehr gefunden. Man soll doch annehmen, wenn das wirklich ein außerirdisches Signal war, dass man doch noch nie findet. Aber ja, man hat es halt nicht. Gut, natürlich, die Alien-Jünger könnte jetzt natürlich behaupten, hey, wir haben doch auch mal ein Signal weggeschickt. Wo ging das hin? Ah, das ganz berühmte Signal, wo vom... Von wo ist das verschickt? War auf dem... Vom Arecibo-Teleskop, kann das sein? Diese eine Nachricht, war denn nicht noch der Carl Sagan mit dabei involviert? Irgend so Grußbotschaft oder so in, keine Ahnung, so Kugelsteinhaufen, kann das sein? Oder war es Andromeda? Ne, ich glaube irgendwie innerhalb. Gut, dann könnte man jetzt natürlich argumentieren, genau dieses Signal, wenn ja auch schon mal sowas versendet, also die Menschheit, das haben sie auch nur einmal gemacht. Ich meine, da ist ja nicht nur kein Radioprogramm in Richtung Kugelsteinhaufe aufgebaut worden. Das war eine Botschaft, die ist immer rausgehauen worden, dann war gut. Man weiß es nicht. Eventuell haben potenzielle Aliens das auch gemacht. Oder die potenziellen Aliens sind einfach nur eine, keine Ahnung, Anomalie. Was? Oder ist es irgendwie Fehler in der Messung? Also das kann man schon, denke ich, am wahrscheinlichsten annehmen, dass es nichts ist. Denke ich mal, oh, das ist 2,3 Sonnenradius, ist sehr schön. 2,3 G, naja, immerhin. Dann nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Da brauchen wir ganz genau nichts davon. Okay. Guten Abend. Jo, das ist halt... Wir werden es wohl nie erfahren, was das für Signal war. Also mit genauer Sicherheit, weil... Das ist wahrscheinlich so ein Ding des Kanji. Ja, wir wissen, ob... Du könntest eigentlich nur bestätigen, wenn dasselbe Signal nochmal finden würdest. Und dann könntest du halt weiter gucken, was es ist. Aber solange du, wenn es echt nicht mehr findest, dann... Wie willst du das dann belegen? Gar nicht. Ist aber wahrscheinlich nur der Zeit schwer, du irgendwie, keine Ahnung, dann noch nachträglicher Messfehler, Sabotage von der Russe, nee, Quatsch. Das wohl eher nicht. Oder irgendwas anderes nachzuweisen. Das ist wohl schwer. Naja. Aber, naja, wie gesagt, falls das EDI-Projekt gibt, wenn es soll, sagt man sich auf die Region konzentrieren. Wäre zwar nichts höher, aber ist interessant. Meine Meinung zu dem ganzen Thema habe ich, glaube ich, schon in irgendeiner vergangenen Folge gesagt. Ja, es gibt Außerirdische, ganz definitiv, 100.000-prozentig, bin ich fest davon überzeugt, nur halt so weit entfernt. Wir werden es leider nie erfahren. Das ist das Dumme an der Sache. Oder vielleicht auch das Gute, man weiß es nicht. So, genau, weiter. Oh, Michael. Noch Antworten. Naja, er wird es eventuell auch hören, denke ich. So, du. Na, 2:30. Warte mal, wir gucken mal eventuell, wenn wir hier so grob noch gehen, ob man noch was finde, wo man eher hin müsse. Der ist ein bisschen weit weg, oder? Ja. Das war nur roter Riese. P0, nö. Okay, dann einfach so weiter. Aber, Moment.
Nein. So. Verlangsamen? Nein, wir beschleunigen jetzt. Ach, da müsste ich doch gerade nochmal gucken, wo ich jetzt so drauf kommen bin. Das würde mich gerade nochmal interessieren, wie das genau war mit der Nachricht, die man da verschickt hat. Richtung dem, keine Ahnung, Kugelscheinhaufen, Alpha Centauri. Ne, Alpha Centauri war es glaube ich nicht. Irgendwo hat man es hingeschickt. Muss man nur mal gucken, wann das war, wer da beteiligt war. Nicht, dass es uns mit dem Signal geht, wie dann beim Film Battleship. Battleships? Da diese Brettspiel-Umsetzung, Verfilmung vom... Was? Michael Bay? Ich weiß gar nicht. Und ja, ich finde den Film gut. Ich fand den richtig witzig. Der ist so... Ja, man könnte Guilty Pleasure sagen. Nein, ich finde einfach gut gemacht. Die Effekte sind einfach nur der Hammer. Ach, wenn die Alien-Raumschiffe aus dem Wasser kommen, das sieht einfach so derb geil aus. Und ich mag den Film. So, Moment, hier müssen wir aber noch scannen. Weil das war es, die Urkraft ist, das war ja auch der Plot bei dem Film. Mensch hat halt irgendwie Signal, Grußbotschaft irgendwo hingeschickt. Das ist auch empfangen worden. Allerdings ist das dann eher als... Ach, da ist was, das können wir erobern, gefasst, boah. Ach, dann könnte ich nur mal gucken, den Film, der war witzig. So. Muss alles hier. Alles hier um den Nachbarplanet, Sonne. So, sehr schön. Nächster O-Stern. Entdeckt. Herrlich, herrlich. 12. Ja, hier ist ein bisschen was los. So. Was? What? Hallo? Ah, hier ist ein... Hier ist relativ viel brauner Sternkram wahrscheinlich noch im... Oder sind das Titauri? Keine Ahnung. Gucken wir mal gleich. Auf jeden Fall... Ah, hier. Oh, wir haben endlich die Ebene gefunden. Hat gedauert. So, was haben wir dann hier? 50 Sonne mal so, okay. Hochwertige Metalle. Ach, so in der Molandbar. Ach, das wäre geil. Ich suche hier immer noch nur einen Planet größer als... Also mehr Anziehungskraft als 4G und Landbau und unentdeckt. So. Joa, okay. Ja, noch hier Bild. Stelle ich gerade fest. Soll mal den mal scannen? Ja, komm. Scanne mal den mal. Ich sollte vorher drauf kommen aus dem Hangar, aber naja. Genau, dann warte mal. Haha, warte mal, das machen wir nochmal ganz, ganz taktisch geschickt. Dann gucken wir jetzt mal schnell, ohne irgendwas anzuklicken. So, wir müssen hier hin. Genau, zu dir. Dann könnte man zu dem und dann irgendwie da oben die abklappere. Und halt immer mal
Schön gucke, ob auf dem Weg, wie weit bist du entfernt? 100 auch zwei Sprünge, sehr schön. Ob auf dem Weg irgendetwas liegt. Eher nicht. Doch hier. Eventuell, aber das ist auch nur ein roter Riese, oder? Ja, an M5. Ich glaube, da können wir auch wieder, können wir auch wieder direkt hin. Sehr schön, dann sind wir auch schon gleich da. Fast rosa. Neun Sonde. Wow, okay. Ja, ist ein bisschen größer, der da. Mit ein bisschen Glück reicht das. Wird eng. Verdammt. Dann würde ich sagen, einfach nur hier. So. Sehr schön, sehr schön. Gescannt ist er. Und dann können wir, denke ich, noch, das können wir nicht nur, machen wir auch zum Abschluss ein Bild mal. Auch schönes Licht, die O-Sterne. So. Mal schönes Thumbnail. Okay. Ja, dann würde ich sagen, wir haben es für diese Folge. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Stehen noch diverse O-Sterne auf dem Programm. Ich werde jetzt wahrscheinlich ohne Aufnahmen noch ein paar abklappere. Und dann, also bleibt noch genug über, denke ich. Ja, dann ich wünsche euch was und bis zum nächsten Mal dann. Bye bye.